Hallo und herzlich willkommen hier zur Meinungsfrage hier bei der Karte in Thüringen. Gesundheitspunkt 101. Aktuell immer noch am Pferdegras gemäht und ich bereite jetzt vor, im nächsten Schritt alles zu zettern. Und zwar zweimal im Ganzen. Das scheint noch ein bisschen laut zu sein, bei mir jedenfalls. Ja, und dann will ich ja im Prinzip noch einen Zettern. Jetzt kann man machen, dass er am Ende Pferdegras Heu feucht ist. Und dann will ich ihn pressen. Ja, das heißt, eine Runde muss er noch mähen. Also das steht fest. Wenn nicht gerade zwei. Aber ich muss mich vorbereiten. Das ist der Vergehrtraktor. Vorbereiten, das heißt. Die müssen ja irgendwo anfangen, ne? Und Sinn macht halt eigentlich wieder mitten im Feld. Aber wir werden es mal jetzt mal so starten, dass wir am Feldrand beginnen. Können wir eben einklappen, ist egal. Geht aber nicht. Macht nichts. Hier vorne wollte ich starten und dann wollte ich anfangen ein Feld rein mit zwei Geräten eigentlich Verband. Beim Ballenpressen, also beim mit drei Geräten arbeiten eigentlich, aber mit dem Traktor halt, ne? Drei Traktoren und da muss ich mit drei Traktoren halt schwatten. Bin mir nicht ganz sicher, ob die großen Geräte dann das funktioniert. Muss ich mal gucken. Ob das dann auch annimmt in Kursberechnung. Also erstmal zettern auf jeden Fall. Entschuldigung. Erstmal einen Kurs Generierung machen. Feld Nummer 29. Entschuldigung. Da machen wir ruhig zwei. Beginn auf Vorwendebahn, Beginn Feld rein. Fahrzeug im selben Kurs, zwei Stück. Und generieren nochmal, ne? Wie es aussieht. Dreht da unten. Ja, das macht nichts. Hier müssen wir so warten, bis der andere hier gemäht hat. Den speichern wir trotzdem. Wegen. Das werden wir nicht ganz schaffen, denke ich mal. Weiß nicht genau. Und knapp. 4 Stunden. Quatsch. Blödsinn. 1,5 Stunden ungefähr. Maximal 1,5. Hätten wir Feld 29 nehmen, ne? Muss man mit meinem Jack nicht mehr anfangen. So. Hauptsache ich habe doch richtig. Ist garantiert verkehrt. Blöd. Gucken wir mal rechten, zweiten nachher nach. Da brauche ich ja nur gucken wegen hier. Kurz mal hier reinschauen. Mensch, Schreibweise. Wende. Wie komme ich auf Zettern eigentlich? Ja, gut. Ja. So. So, next Feld 29. Zwei Geräte. 13,0 Meter speichern. Den schicken wir erst los, wenn der andere fertig ist, ne? Sonst Probleme. Ich muss dann ja sowieso sehen, dass ich nachher überlegen.
1, 2, 3 ist der Tornado noch da. Zum Wenden. Und dann braucht er 3 Traktoren fürs Ballenfressen. Es geht nämlich darum, dass es eigentlich schnell passieren soll. Bis morgen früh um 9 soll es erledigt sein, denn da meldet er mich Regen an. Dann wäre das äußerst ungünstig. So. Den Kurs nur mal kopieren. Haben wir das halt grün durch. Sind möglichst wenig zerstören, ne? So, den Kurs kopieren. Der erste zur linke und der zweite der rechte. Ja, so soll es eigentlich sein. Nach meinen Vorstellungen. Bin ich eigentlich mehr ganz gut mitgefahren. So, erstmal einen Kurs löschen, dann kopieren. Das ist die Krone, Quergas, häckseln, genau wenden. So, und du machst hier rechts, passt. Ersten Wegpunkt, Feldmodus, ne? Links. Gut. Das passt. Und jetzt holen wir uns die Wände. Die Wände sind ja 14 Meter. Das kann ich mir vorstellen, wenn das nicht klappen würde mit den Wänden, dass drei Geräte passen mit Crossplay, dann muss ich mir wahrscheinlich überlegen, ob ich da kleine Geräte kaufe, damit die Ballenpressen halt parallel arbeiten können, ne? Und nicht sich im Wege stehen. Was ich noch probieren wollte, ist, ob wir das unser Pferdegasheu feucht, was ich schon probiert habe, auch so aufsammeln können. Wenn wir das sammeln könnten, wäre das auch nicht verkehrt. Dann wäre das eine Option. Zukunft. Wenn ihr hier schaut, der zweite müsste ja schon passen. Nur so als Versuch, ne? Heu, ja. Gut, das wäre schon mal eins. Wäre eine Option, das Pferdefeuchtheu. Pferdefeuchtheu. Ja, so soll es sein. Darauf wird dann die Silage. Aus Pferde, ja, feucht oder Gras wird nichts. Da wird nur Gras. Der Junge muss Gas geben. Aber wir stellen mal hier mal ab. Weil mit Ballen ist es am Ende leichter, den BGH zu bekommen, als mit einem Radlader. Gut, mit einem Radlader könnte automatisch fahren. Machen wir das nächste Mal mit Sammelwagen. Jetzt habe ich mit dem Ball entschieden. Bin da flexibel eigentlich. Wir haben jetzt früher Sommer, das wird noch gerade noch einmal geerdet werden. Zweiten Mal können wir ja Sammelwagen gestalten, ne? Mit 3 Stück halt. Statt die Ballenpressen dann halt sammeln, ne? So, ich hoffe, das passt vom Ton her. Das ist mir so eine schwierige Sache. Traktoren sind oft zu laut gewesen in letzter Zeit. Nach meinem Gefühl her. Hintergrundmusik hat meistens gepasst. Das war nicht, vielleicht sogar eher zu laut. Mit ein, zwei Titel vielleicht, ne? Aber ansonsten war das okay. Dann nehmen wir jetzt mal einen Wender. Ja, und wenn. Quatsch, das ist nun ein. Hat's vergessen. Schwader. Das ist Wahnsinn. Das sind bei 14 Meter eigentlich optimal von der Menge her, aber. Aber warum das mit den anderen nicht funktioniert, mit dem Häcksler, ist ja auch ein Ding, ne? So. Aber das finden wir irgendwann raus. Vielleicht kommen noch Updates und dann haut es euch alles hin, ne? Weiß man nicht.
Gut, bei einem Rennen, wie immer, nach der Arbeit, aber noch nichts Neues. Würde ich mich auch froh, wenn man die Beine holen kannst. Aber verkauft mich ganz selten. Also bin eher der Typ, der das nicht mag. Verkauft mich. Mittlerweile ist es so, dass ich recht viel am PC bin. Ne? So, Geräusche sind da von der Wiese. Knischt es, so knistert. So. Wir machen mal kurz. Berechnung ist hier. Und zwar drei Geräte. Vorgewende machen wir nur eins, das reicht aus. Weil drei Geräte zusammen sind ja auch schon ganz schön viel. Hier wird's eng. Und warum fängt der oben an? Achso, wir gehen auf Vorgewende rein. Das ist ein bisschen besser, weil er hier ist, war an der Ecke, könnte schief gehen bei einem Gerät vielleicht. Dieser 1, da fahren sie rum. Aber mit drei Ecken ist zu viel. Gut. Dann bist du links. Ersten Wegpunkt, Arbeitsmodus. Hier auch wichtig, Verband aktiviert. Ja, das passt so. Ich speichere den mal ab. Und zwar Feld 29. Spatten. 3 Geräte. A 14,5 Meter. Hauptsache, ich weiß halt noch ein paar Wochen, wie es heißen soll. Eine 3 Spatten ist klar und 3 okay, Geräte. Weil hier ist auch der Platz zu knapp ist zum Schreiben. Ne? So, speichern. Da brauchen wir noch mal den Traktor, ne? Brauchen wir noch 2. Und dann brauchen wir noch 3 Traktoren zum Ballenpressen. Oh, wo ich die herkriege. Das ist ein riesiger Aufwand. Das ist keine Zwillingsbereifung. Aber Weitreifen, ne? Wird mit reichen müssen. Oder? Naja, muss ja nichts ziehen, ne? Ja, es geht schon. Ich habe im Grunde nur noch starke Traktoren. Wo ist der Fendt eigentlich jetzt? Achso, den wollte ich ja was machen. Ballen sammeln noch nebenbei, Mensch. Das muss ich auch noch machen. Weil da würde ich mal düngen, ne? Aber erstmal das hier vorbereiten. Sind wir erstmal bei Schwatten bei. Und brauche ich noch einen Schwatter kaufen, also ich kaufe noch. Na, wo ist er? Da muss ich dann eben auch nehmen, ne? Oh. Ja, leider müssen wir hier nachts arbeiten. Das geht jetzt leider nicht anders. 3 Tage warten wollte ich nicht, bis trockenes Wetter kommt. Ist auch noch nicht mal sicher. Und dann haben wir das Problem,
das wächst ja schon mal nach im ersten Stück, das schon geerdet haben. Und das ist ja dann ja negativ darüber zu fahren dauern und beim nächsten Mal haben wieder unterschiedliche Stufen drin und das ist dann schlecht. Denn nach 3 Tagen, Stand heute, wird es dann nachwachsen. Und das hätte ich ganz gerne vermieden. Das reprogrammieren wir mal reicht in der Mitte. Man sieht der Gras beim Mähen, das klappt auch. Feldmodus. Das ist jetzt Big M, das wollen wir nicht nehmen. Da hinten auch nicht. Schwacken. Den haben wir. Genau. Und du bist hinten, also die Mitte, ne? Versetzt nicht. Kommst du darauf? So, erst ein Punkt. So, der macht jetzt die letzte Runde, hoffe ich mal. Wir bauen noch einen zweiten Traktor. Mal gucken, mal durch. Der wäre zu schwach. Der wäre geeignet. Ja, nutzt auch nichts, ne? Da sind die anderen Ballen noch, meine Kleeballen noch. Und teilweise Luzerne noch ein bisschen. Den nehmen wir mit. Haben wir zum Hof. Wenn wir richtig das ganze Spaß jetzt erledigen, ne? Also, dass wir da ja. Düngerstreue müsst ihr aber hier lassen. Aber den würde ich umrüsten auf Breitreifen, ohne Pflegebereifung. Ne? Also das ist ja Pflegebereifung. Das ist noch einer, den können wir auch nehmen. Obwohl ich eigentlich einen hier brauche zum Düngen. Ne? Müssen wir sehen. Was am besten geht. Gelsten vor allen Dingen. Ja, nach dem ersten immer hungrig, gleich müde. Das ist aber normal bei mir. Jetzt, eigentlich müsste ich erst die Folgen aufnehmen und dann essen gehen. Also essen fertig machen. Ist aber vom Rhythmus her nicht so gut, mit vollem Magen ins Bett zu gehen. Ne? Also, weil ich am Morgen wieder so früh aufstehen muss. 3:30 stehe ich auf. 3:30 klingt erstmal ein Wecker und 3:40 stehe ich auf. Ist leider so. Die Arbeit verlangt das so. Kann man nicht ändern. Das ist eine Zweierschicht. Eher ein für ein Spiel eigentlich ungünstig. Ein Livestream und so ist schwierig. Da geht höchstens Freitag was. Auch nur mit Mittagsschlaf. Sonst werde ich dann abends irgendwie einknicken. Ne? Ist ja normal. Ne? Und deswegen Livestream würde ich dann nur machen, wenn wirklich hier 3-4 Zuschauer da wären. Ne? Wenn da jetzt wirklich was los wäre, in Anführungszeichen, ne? Also zu meinen Verhältnissen her. Ne? Dann wird sie rentieren, ansonsten ist das zeitlich gesehen ungünstig, weil die Folgen hinterher für Samstag auch noch gemacht werden. Ja, möchten, also ich möchte fertig machen bis Samstag und dann wird das schwierig eigentlich. Ne? So, unseren Düngerstreuer lassen wir gleich mal hier links liegen. Links liegen ist gut. Und zwar stellen wir einfach mal rechts ran, ne? In den Kalkstreuer. Kalkstreuen, da werden wir noch etliches ja, kaufen können, ne? Aber das ist noch nicht so weit. Personalfarming, das ist noch nicht aktuell hier in Thüringen. Weil es einfach so. Ist noch nicht so weit. Ich will da mal die ganze Erde abschließen. Und man sicher, bei Sonnenblumen könnte man immer noch was korrigieren. Da wäre noch Zeit. Aber bei Getreide, das ist ja eigentlich. Das war ja alles fertig, mehr oder weniger. Ne? Also bis auf wenige Ausnahmen. Bei Sonnenblumen war ja alles gedüngt und gekalkt.
Und wenn ich jetzt damit Personalfarming angefangen hätte, dann wäre das alles auf Null gewesen. Und dann ist das nicht so ideal, ne? Eigentlich ist es ideal, wenn die Saat beginnt, dass man dann gleich alles erledigt, ne? Die Pflanze soll ja wachsen. Jetzt brauchst du erstmal Ressourcen, ne? Und wenn man jetzt hier anfängt mit Düngen, ja, gleich mal umrüsten, dann ist es ungünstig. Dann ist ja die Pflanze schon ausgewachsen im Prinzip. Soll da nicht die Nährstoffe herkommen sein, ne? Das so funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich befürchte mal, das wäre dann so, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Ist auch schön, Dank fürs Reinschauen. Dann seid noch tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter in Führung. Ja, Pferdegras wieder, ne? Also, wenn er fertig ist, der Big M. Und wenn der Big M fertig ist, schicke ich die ersten drei los. Zwei Zettern, kurz darauf, ich muss noch zwei Zettel machen. Hört mir gerade so ein, weil ich muss das Hammerzettel. Ah, also im Grunde vier Fahrzeuge Zettel. Na gut, gut, dass was eingefallen ist. Ja, tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal, vielleicht morgen. Tschüss.